Fenchel-Zitronensuppe mit Lachs. Zutaten: 2 Fenchelknollen, 3 Möhren, 2 mehlig kochende Kartoffeln, 1 Esslöffel Olivenöl, 750 Milliliter Gemüsebrühe, 2 Lorbeerblätter, 1 Gestr.TL Currypulver, 1 Bio-Zitrone, 200 G frischer Lachs, Salz, 1 Müsp gemahlener Piment, 5 Stängel glatte Petersilie. Zubereitung. Erster Schritt. Fenchelknödel knollen, nicht Knödel. Waschen. Abtropfen lassen. Halbieren und in kleine Würfel schneiden. Etwas Fenchelgrün beiseite legen, Möhren und Kartoffeln würfeln. Nicht die Kartoffeln. Goodbye, Kartoffeln. R.I.P. Kartoffeln. Olivenöl erhitzen. Vorbereitete Gemüsewürfel dahin unter darin. Unterrühren, andünsten. Dünsten. Gemüsebrühe, Lorbeerbretter, Blätter und Curry hinzufügen. Unterrühren. Alles zum Kochen bringen. Zugedeckt. Etwa 10 Min-Punkt. Also stopp mal. Also Lukas, das Zeug, was du hier einfach reinbringst, das bringt's einfach gar nicht. Ey, okay, das ist einfach scheiße, ist einfach schlecht. Okay. Können wir weitermachen? Alter, die Gitarre. Ich will's einfach noch von vorne machen, weil das klang echt... Nein, so kriegen wir es noch nicht. Nein, noch. Wir machen jetzt den zweiten Teil. Alles zum Kochen bringen. Zu spät. Zugedeckt. Etwa 15 Minuten. Garen lassen. Lorbeerblätter entfernen. 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 Die Lorbeerblätter müssen raus. Sie haben ausgedient. Die Lorbeerblätter müssen gehen. Sie können nicht einfach im Essen stehen. Die Lorbeerblätter sind scheiße eigentlich. Dritter Schritt. Dritter Schritt. Zitrone heiß abwaschen. Die Zitrone wird heiß abgewaschen. Und abtrocknen. Gewaschen. Zitrone wird heiß abgewaschen. Die Hälfte der Schale abreiben und beiseite legen. Zitrone halbieren und auspressen. Wer wird gepresst? Wer wird gepresst? Die Zitrone, die Zitrone, Zitrone, Wer wird gepresst? Zitrone, 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 Zitrone,
Dick fängt an zu stinken. Wie deine Mutter. Zitrone. Weiter. Vierter Schritt. Oh, das ist ein schönes Bisschen. Der ist gut. Lachs unter fließendem kalten Wasser abspülen. Brocken tupfen und in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Lachswürfel mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Piment bestreuen. What the fuck is Piment? What the fuck is Piment? Und jetzt kommt der Riff. What the fuck is Piment? Nein, da kommt jetzt das drauf. Ey, bitte, wenn ihr für euer Album Propaganda machen wollt, ja, nutzt irgendein anderes. Scheiß, schreiben wir doch nicht. Alter, ey, das ist Antichrist. Echt? Wie scheiße. Danach, pass auf, das klingt wie ihr, weil ihr es singt. danach, weißt du, nach diesem... Das ist ungefähr das Tempo, weißt du, komm. Und dann kommt... Aber jetzt mal wieder zum ersten Thema. Okay, fünfter Schritt. Wir sind noch nicht fertig mit dem Menü. Was soll es eigentlich werden? Ach ja, ich hab's am Anfang gesagt. Fünfter Schritt. Abgeriebene Zitronenschale unter die Suppe rühren. Wieso nur? Die Suppe fein pürieren. Sie war noch so jung. Und mehrmals unter Rühren aufkochen. Lassen. Die Lachswürfel hinzufügen. Oh mein Gott. Und in etwa 5 Min-Punkt bei schwacher Hitze gar ziehen lassen. Ich kann's nicht fassen. Suppe eventuell nochmals mit Salz, Curry und Piment abschmecken. Mit gehackter Petersilie und Fenchelgrün bestreuen und sofort servieren. Fotos Dr. Oetker.